Ja, vielen Dank. Nachdem Sie jetzt einige Produktlösungen schon gehört haben bezüglich Unterweisungen und gesamten Lösungen, möchte ich heute darauf eingehen, ob die Digitalisierung überhaupt eine Notwendigkeit hat. Also ist es nur ein Trend, jeder redet von Digitalisierung und gerade im Arbeitsschutzbereich nimmt es jetzt zunehmend an Fahrt an. Wir sind tatsächlich zuletzt dran. Ja. Früher war es eher die Finance-Branche. Jeder weiß, was Online-Banking heute ist. Ja, das war immer eine große Frage. Kann das überhaupt funktionieren? Ja, ich gehe doch lieber zum Schalter. Ich brauche doch den persönlichen Kontakt. Heute macht es jeder. Wie sieht es im Arbeitsschutz aus? Und um die Antwort vorwegzunehmen, es ist mehr als nur ein Hype oder ein Trend. Ja, also wir arbeiten auch stark marktbasiert, zahlengetrieben, ja, und wollen natürlich auch verstehen, wo der eigentliche Bedarf ist und warum. Und es gibt verschiedene Studien dazu und insgesamt wird das Wachstum dieser digitalen Leistungen auf 3,7 Milliarden Dollar geschätzt, ja, bis 2026. Wenn man sich das anschaut, andere sind da noch mutiger, die nehmen den dreifachen Umsatz an. Aber es ist definitiv ein Bedarf da. Und woher kommt der denn? Jeder, der jetzt sich mit innerhalb der Pandemie mit Unterweisungen oder mit anderen Trainings auseinandergesetzt hat, ist auch schon damit in Berührung gekommen. Fast alle machen heute Online-Meetings. Ja, das sind so die ersten Stufen. Und die Pandemie hat dem natürlich erstmal ordentlichen Rückenwind verliehen. Zunahme an Homeoffice, ne? Wir liegen in Deutschland bei knapp 25%, ist jetzt auch ein Differenzierungsmerkmal für viele Arbeitgeber, also die Homeoffice-Arbeit, wenn möglich, hat dann für die Fachkräfte und Betriebsärzte natürlich auch die Notwendigkeit gebracht, wie fasse ich denn trotzdem nach, auch die Regularien, die zugenommen haben, man muss heute eine Gefährdungsbeurteilung machen im Homeoffice, man muss eine Unterweisung durchführen, wie erreiche ich denn meine Mitarbeiter auch zu Hause, ne? Und sozusagen das war der Triggerfaktor. Dann ist gleichzeitig gibt es eine zunehmende Regulariendichte europaweit. Es ist so, dass zum Beispiel das Europaparlament für 2023 das Jahr der mentalen, der psychischen Gesundheit ausgerufen hat. Heute ist die psychische Gefährdungsbeurteilung nur in Deutschland verpflichtend. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr auch dann noch ausgeweitet auf andere Länder. Datenschutz ist immer ein großes Thema, wenn wir über Software reden. Ja, das ist, heute hat nahezu jede Firma einen Datenschutzbeauftragten. Und tatsächlich ist auch kundenseitig das Bedürfnis entstanden oder auch die Forderung, ohne Tool arbeiten wir mit euch nicht zusammen. Das hat auch damit zu tun, dann mit entsprechend Daten hin und her fließen können, aber entsprechend, dass man sich auch digital gegenüber oder nach außen aufstellt. Letzterer Faktor ist eben die Globalisierung und das Wachstum. Selbst die Firmen, die nur in Deutschland platziert sind, haben Kunden, die international vertreten sind. Zum anderen ist es auch so, der Fachkräftemangel bringt die Herausforderung mit sich, dass man Unterweisung, nicht nur Unterweisung, aber insgesamt die Sprachen sich erweitern und andere Sprachen eine Rolle spielen und teilweise eben kein Deutsch, manchmal auch kein Englisch gesprochen wird, sondern einfach eine kulturelle Vielfalt entsteht und auch das ist eben eine Herausforderung, mit der wir im Arbeitsschutz uns tagtäglich auseinandersetzen müssen und dann natürlich auch die übergreifende Betreuung von Standorten, ob es jetzt deutschlandweit oder international ist, ist es einfach so, dass diese Zahlen oder jeder einzelne Standort entsprechend kontrolliert werden muss, ne, und geführt werden muss. Und das ist natürlich viel, viel einfacher, wenn man ein digitales Tool an der Hand hat. Warum OHS-Software? Warum entscheidet man sich denn überhaupt dafür? Das eigentliche Bedürfnis oder der Trigger war, dass man auch geguckt hat, wie viel Verwaltungstätigkeit fällt denn auf so eine typische Fachkraft für Arbeitssicherheit oder auch den Betriebsarzt und ist eben auf 20 Stunden pro Woche gekommen. Und das ist natürlich ein immenser Umfang. Da kann man sich fast eine weitere Fachkraft oder noch darüber hinaus einstellen. Und das fällt eben weg, wenn man ein digitales Tool zum Einsatz bekommt. Fast 90%, und das ist wirklich erschreckend, und dazu gehören auch die bekannten Gefährdungsbeurteilungen, der Tabellenkalkulationen enthalten erhebliche Fehler. Ja? Und das hat einfach damit zu tun, weil Dokumente hin und her fließen und jeder arbeitet mal rein und da entsteht eine hohe Fehlerquote.
Und warum sich denn auch dann eben EHS-Manager, ich muss hier vielleicht noch kurz einlenken, es gibt OHS und EHS, gibt keinen wesentlichen Unterschied. Der einzige liegt darin, dass EHS Environmental Health and Safety ist, also man bezieht sich auf die Umwelt, während OHS sich mehr auf den Verwaltungstrakt bezieht und eben nicht so industrieschwer. Aber 46% gaben eben an, dass veraltete Software die Ursache dafür ist, sich nach einer neuen Lösung umzuschauen. Veraltete Software heißt auch eine Cloud-Lösung. Ja? Also ich lege halt irgendwo meine Dokumente ab, auch die Gefährdungsbeurteilung, die Unterweisung, und die spiele ich dann meinen Mitarbeitern zu. Also sehr einfache Lösung. Mehr als die Hälfte planen eben eine breite Nutzung von EHS-Software, und das heißt, dass vor allem die Gesamtlösungen gesucht werden. Die einzelnen Tools, die Insellösungen werden weniger genannt in solchen Umfragen, sondern es sind vor allem die One-Stop-Shop-Lösungen, wie sie so schön heißen. Und für die sich auch ein bisschen mit dem Return on Prevention auseinandergesetzt haben, es ist so, dass es Berechnung gibt, dass jeder investierte Dollar eben 4 bis 6 Dollar zurückbringt, wenn man mal so eine Software eingeführt hat. Ja, da gucken wir wieder auf den ersten Punkt. 20 Stunden Verwaltung pro Woche ist einfach immens. Trotzdem ist es so, und das geht uns ganz genauso, dass viele Kunden oder viele Unternehmen kaufen sich eine umfassende Software, ja, also egal welchen Bereich, es gibt mittlerweile über 600 Provider in dem Gebiet, kaufen sich eine Software in der Hoffnung, die Probleme werden gelöst, und müssen dann nach 1-2 Jahren feststellen, ach nee, funktioniert doch nicht. Es werden unheimlich hohe Kosten generiert und der Mehrwert ist nicht erkenntlich. Woran das liegt, ist, dass eben gehofft wird, die bestehenden Probleme, die man hat im Unternehmen, dass die mit einem Tooling gelöst werden. Ich bin überfordert, ich habe so eine große Komplexität, ich führe ein Tool ein und das löst meine Probleme und reduziert auch meinen Aufwand. Es wird auch häufig erwartet, dass dadurch die Unfallzahlen runtergehen. Das heißt, ich kann besser controllen, ich kann meine Mitarbeiter besser erreichen, ich weise die Unterweisungen zu und damit reduziere ich auch die Unfallzahlen. Verbesserte Mitarbeiterbeziehungen, es liegt daran, dass man natürlich versucht, den einzelnen Mitarbeiter auch mit an Bord zu holen. Jeder weiß, der sich mit dem Arbeitsschutz auseinandersetzt, der liegt nicht bei der Fachkraft für Arbeitssicherheit oder dem Geschäftsführer oder dem Betriebsarzt alleine oder auch überhaupt nicht, sondern bei dem Manager. Also jeder ist für den Arbeitsschutz verantwortlich und muss involviert werden. Und das ist einfach dieses Mindset, was ist denn Arbeitsschutz im Unternehmen? Alle, die sich damit auseinandersetzen, sagen, boah, Compliance-Business, damit will ich gar nichts zu tun haben. Ich will mich nur auf meinen Bereich beschränken und möchte mich nicht noch damit auseinandersetzen müssen. Und um jetzt nur diese Themenbereiche zu nennen, natürlich die bessere Einhaltung von Vorschriften, aber die Gründe, warum es denn scheitert, ist vor allem die richtige Auswahl zu treffen. Ja, entscheide ich mich, ich habe über 600 Tools im Markt, was ist denn der richtige Provider für meinen Business Case, ja? Also für mein Problem, das ich lösen möchte. Und dann wird erstmal geguckt, ja? Dann gibt es entweder Insellösungen, also nur die Gefährdungsbeurteilung, nur die Unterweisung, nur das Gefahrstoffmanagement, und dann versucht man drumherum zu bauen. Und dann sieht man auch diese One-Stop-Shop-Lösung, ja, die halt alle Features anbieten, die man sich vorstellen kann. Und dann sagt man als Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Betriebsarzt, Mensch, das ist ja toll, ja, das nehmen wir jetzt. Ja, das bildet alles ab, was wir haben, kauft das ein für viel, viel Geld und merkt dann, Mensch, das muss ja noch gefüttert werden, ja? Das muss ja aufrechterhalten werden, jetzt muss ich auch noch was machen und dann muss ich diese gesamte Struktur auch irgendwie integrieren. Und dann kommt es eben häufig dazu, und das sind über 30% tatsächlich, dass diese Lösungen wieder abgeschafft werden, weil man merkt, nee, ich bin doch auch mit so einer Lösung überfordert und die Erwartungshaltung war eine ganz andere. Das ist die Seite der Nutzer, die Seite der Entwickler ist leider auch fehlerhaft. Und zwar trifft es häufig zu, dass der Fokus auf den Features liegt, also man die Fachkräfte oder die Betriebsärzte im Fokus hat und die fragt, was willst du denn gerne haben? Und dann fragt man ein Industrieunternehmen, man fragt eine administratives Unternehmen, Büroorganisation und hat am Ende einen bunten Strauß von Features und entwickelt die alle.
Aber was man vergisst, ist, dass der eigentliche User der Manager ist, der Mitarbeiter, ja, und entwickelt an denen vorbei und hat am Ende Prozesse, die für die super unattraktiv sind und die sagen, okay, ihr habt einfach nur eine Struktur genommen und die digital abgebildet. Ja. Das hilft mir aber nicht. Das ist so ein bisschen wie, ich will jetzt SAP nicht verurteilen, aber so ein bisschen wie eine SAP-Struktur, ich nehme das einfach und dupliziere es digital. Was dabei verpasst wird, ist die Chance, dass man auch neu denken kann, Prozesse neu denken kann. Dass man zum Beispiel mit Chatbots, ja, das ist etwas, was heute in unserem Markt noch gar nicht mal so bekannt und üblich ist, aber dass man den Mitarbeiter auch digital an die Hand nehmen kann und den durchführt. Ja. Ein Chatbot ist zum Beispiel, weiß nicht, bei Amazon, wenn man da was kauft, ja, dann wird man durchgeführt, wie so ein Interview und kann am Ende dann trotzdem noch mit jemandem persönlich reden. Aber jedenfalls, dass der Mitarbeiter digital an die Hand genommen wird, das wird verpasst. Ja. Stattdessen muss man sich durch 20 Klicks zum Ziel klicken, ja, und dann ist der schon zwischendurch ausgestiegen. Ein weiteres Thema ist das fehlende Backup der Stakeholder. Ja. Das sind Geschäftsführer, das sind die Manager, das ist manchmal der Betriebsrat, wenn es einen gibt, weil die nicht mit involviert werden in den Prozess. Ja. Die kriegen auch keinen User-Account, wo sie sich mal selber durchklicken können, wo die Vorteile liegen, und sind am Ende dann eben so, dass die dann auch kaum dahinter stehen. Warum ist auch seitens von Betriebsräten ganz besonders, aber auch von anderen, warum man sich auch gegen eine Lösung entscheidet häufig, ist das Vertrauensdefizit. Datenschutz ist ein großes Thema. Ja, also ich will nicht, dass meine Daten preisgegeben werden. Bitte nicht. Ja, da wird auch wenig Aufklärung vollzogen. Und man unterschätzt den Aufwand, und das ist nicht bei jedem Tool so, aber der Implementierung und der Pflege danach. Ja. Final das Allerwichtigste, das habe ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt, sind die Grenzen bei der inhaltlichen Ausgestaltung. Und zwar ist es so, dass dieses Tool, wenn es einmal implementiert ist, auch leben muss. Ja, es muss gefüttert werden. Und es ist, und da hört es dann auf. Da wird es so langsam, geht es dann so in den Ruhemodus, ja, bis es irgendwann dann in den Winterschlaf geht und dann wird es irgendwann abgeschafft. Weil es ist so, dass der Content, ja, der Inhalt, der muss weiterhin kreiert werden, der muss weiterhin gelebt werden und entworfen. Und damit sind viele überlastet, weil wenn ich als Fachkraft oder Betriebsarzt oder wer auch immer sich mit dem Thema auseinandersetzt, wenn ich in dieser Rolle bin, dann habe ich immer noch mit dieser Komplexität der Gesetzgebung zu tun. Ich habe Gefahrstoffmanagement, ich habe hier eine Betriebsanweisung, ich habe hier eine neue Maschine. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles abdecken soll, inhaltlich. Ja? Da muss eine Betriebsanweisung erstellt werden und dann gibt es da doch noch eine Spezifikation. Jetzt gibt es REACH, ja? REACH in der Chemikalienverordnung. Und da ist dann Schluss und dann fehlt eben der Inhalt. Dann hat man nur die Struktur. Die Frage ist jetzt, wie gelingt es denn, ja, nachhaltig vor allem ein Tool einzuführen, das dann auch funktioniert und das mir einen Mehrwert liefert? Weil am Ende ist es ja so, wenn man ein Tool einkauft, will man den Nutzen sehen. Ja? Man will die Kosten, die man investiert hat, müssen sich irgendwie auszahlen. Und da gibt es eben entscheidende Erfolgsfaktoren, auf die man zu achten hat. Ganz, ganz wichtig ist, und das habe ich vorhin kurz erwähnt, ist, man muss eine Struktur schaffen, die digitalisierbar ist. Und die meisten Fehler entstehen eben darin, dass man eine fehlerhafte Struktur digital abbildet. Und das können eben auch viele der SaaS-Provider nicht leisten. Ja? Die gehen zwar rein und sagen, ja, die Strukturen könnten so und so aussehen. Aber was man eigentlich braucht, ist, dass man in jedes Detail reinguckt und sagt, okay, hier gibt es eine Verbesserung und hier gibt es noch Aufholbedarf. Und erst dann bildet man es digital ab. Weil sonst leben diese Fehler digital weiter, ja, und entwickeln sich auch digital weiter. Die nehmen letztlich ein Eigenleben an. Der weitere Punkt ist eine klare Analyse und eine Zieldefinition. Wenn ich mir ein Tool anschaffe, was will ich denn überhaupt damit erreichen? Ja? Es ist ganz wichtig, dass man sich nicht von diesem bunten Strauß von Features überzeugen lässt und sagt, ja, das ist ja super, ja? Aber am Ende braucht man das gar nicht. Ja? Und ganz klar, welche Kennzahlen sollen gemessen werden? Wenn ich die Unfälle um eine Anzahl X reduzieren will, dann will ich die doch in zwei Jahren oder in einem Jahr messen können. Ja? Wenn ich meinen Verwaltungsaufwand reduzieren will, ja? Oder die Mitarbeiter mehr einbinden soll, auch das muss doch messbar gemacht werden. Und das reicht nicht, wenn ich einfach nur ein Dashboard habe, wo ich sehe, so und so viele Mitarbeiter haben die Unterweisung durchgeführt.
vorhin auch schon erwähnt, binden sie ihre Stakeholder mit ein. Das heißt Geschäftsführung, Management, Betriebsrat. Es ist unheimlich wichtig, dass alle hinter dieser Lösung stehen. Und selbst wenn Sie Fan von einer Lösung sind, ja, und das Feedback bekommen, nee, das ist nicht so, da stehe ich nicht ganz dahinter, dann seien Sie, stellen Sie Ihr Ego hinten an und sagen, okay, dann suche ich mal weiter. Ja, wie gesagt, bei 600 Lösungen im Markt ist die Auswahl groß. Der Umfang, ja, also wie gesagt, viele Features heißt nicht, dass es ein gutes Tool ist. Ja. Wie sehen die Prozesse aus? Sind die Umfang, wie viele Klicks brauche ich, um zum Ziel geführt zu werden? Features alleine heißt nicht ein qualitativ gut hochwertiges Tool. Und Sie sparen auch Kosten damit, wenn Sie wirklich nur die Features kaufen, die Sie brauchen. Ja. Sie können sich da sogar noch mehrere Hilfskräfte dazu einstellen. Keep it simple, einfach halten. Ja? Einfache Implementierung und Maintenance. Es geht nicht darum, dass Sie jetzt zum Beispiel monatliche Abstimmung mit dem Service Provider haben. Dann lädt der vielleicht Ihnen die Daten hoch. Oder es gibt regelmäßige Abstimmung, weil irgendwas nicht läuft. Ja? Oder es ist einfach zu komplex. Es wird auf den eigenen Server geladen. Das ist nochmal ein anderes Thema, Cloud-Service versus eigener Server. Es muss wirklich so abbildbar sein, dass es für Ihre Organisation einfach zu handhaben ist. Zweiter Punkt, gute UX, also User Experience. Viele der Tools sind nicht attraktiv im Umgang. Ja? Also man klickt sich durch und man denkt, boah, was für eine Komplexität, ich fühle mich erschlagen und jetzt muss ich mich noch damit auseinandersetzen. Es geht einfacher. Man kann mittels neuer Lösungen die Prozesse viel einfacher darstellen und tatsächlich auch jeden Mitarbeiter in seiner Rolle einzeln abholen. Final holen Sie sich Unterstützung über die Implementierung hinaus. Ja, es ist wie in der Produktentwicklung, man ist niemals am Ziel. Auch Ihr Unternehmen entwickelt sich weiter und Sie werden auch die Herausforderung haben, dass Sie eben fachliche Fragen nicht immer selbst beantworten können. Ja, und dann hilft es und spart auch Zeit und Geld, wenn Sie sich von außen Expertenwissen dazu holen, punktuell, um das Ganze dann weiter abzubilden. So. Das wäre es von meiner Seite. Ein klarer Cut. Aber gerne noch Fragen. Ja, herzlichen Dank, Frau Laska. Das war ein plötzliches Ende gerade. Ja, ich weiß. Ja, ich habe von der Zeit her wäre es noch knapp. Ja. Gibt es Fragen im Auditorium? Ich habe tatsächlich eine Verständnisfrage. Ja. Sie hatten einmal gesagt, bei dem Punkt erst die Struktur, dann die Digitalisierung. Könnten Sie noch mal erläutern, was Sie mit der Struktur meinen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Für die Fachexperten, die wissen das, man redet von einer sogenannten Aufbauorganisation, wo eben entsprechende Strukturen wie zum Beispiel Ausbildung von Brandschutz- und Ersthelfern oder einfach gewisse auch Reporting-Strukturen sind die Pflichten übertragen auf die Führungskräfte. Ne? Also, dass eine Grundstruktur des Arbeitsschutzes im Unternehmen besteht. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann versucht man halt durch ein Tool entgegenzuwirken und wie gesagt, man versucht Prozesse aufzudrücken, die aber vielleicht nicht die richtigen sind und bildet das Ganze dann eben digital fehlerhaft ab. Und deshalb ist es mir so ein großes Anliegen und hat es auch mehrfach gezeigt, dass das eben unbedingt notwendig ist, vorher drauf zu schauen. Nochmal eine Frage, weil Sie gesagt haben, dieser Markt an diesen Providern ist riesengroß. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht tatsächlich eine falsche Software oder auswähle, ist groß. Haben Sie einen Einblick, wie viele Unternehmen in Deutschland da sind, die vielleicht die falsche Software haben oder wo Software besteht, die also nicht genutzt wird oder fehlerhaft ist oder nicht auf die Organisation passt? Ja, also ich kann da nur aus unserer Erfahrung reden, weil wir natürlich auch Kunden bei uns haben, die so eine Software eingekauft haben für viel, viel Geld, eine sehr komplexe Software, dann zu uns gekommen sind und wir kombinieren ja Service und Produkt und dann gesagt haben, Mensch, als wir das mal aufgezeigt haben, okay, da müssen wir wirklich nochmal ganz anders rangehen. Ne? Und das sind tatsächlich, wenn eine Lösung besteht, ist es jedes zweite Unternehmen, ja? Also die eine falsche Lösung haben, beziehungsweise auch falsch eingekauft. Jetzt komme ich nochmal auf die Features zu sprechen, einfach zu viele Features hat. Und dann wundern die sich, das ist wirklich eine Regel, dass in ein, zwei Jahren dieses Tool wieder abgestoßen werden muss, weil die Geschäftsführung auch nicht mehr dahinter steht, weil entsprechend keine Verbesserungen oder kaum merkbare Verbesserungen vorzufinden sind. Okay, herzlichen Dank, spannendes Thema.